Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zu meiner ersten Reihe und zwar Tattoo-Reihe. Und wenn ihr wissen wollt, um was es sich so da handelt, dann bleibt doch gerade dran. Ja, Tattoo-Reihe. Was ist das? Ja, Tattoo. Quatsch, so ein Spaß. Also, Quatsch. Quatsch beiseite. Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt denken, warum sitzt die Verena da so halbnackt da? Es ist doch Winter. Ja, ich wurde frisch tätowiert und zwar mit diesem Tattoo. Genau, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich da eine Feder und ganz viele Vögel. Ich kann es euch auch nochmal so zeigen. Ich versuche es zumindest. Genau, hier ist die Feder. Und da kommen halt ganz viele Vögel raus. Und der letzte Vogel geht mir bis hierhin. Also hier ist mein Schlüsselbein. Hier hört der auf und also geht schon relativ weit raus. Und deswegen, das wurde gestern Abend erst gestochen und deswegen muss ich jetzt auch noch so ein bisschen schulterfrei hier sitzen. Also ich hoffe, ihr stört euch nicht daran. Und ja, passend zu meinem neuen Tattoo wollte ich halt eine neue Reihe starten und zwar mit einer Tattoo-Reihe. Und das, genau, und da werde ich euch jeden Tag ein Video hochladen zu dem Thema, ja, Tattoo. Ach was, Tattoo. Und ja, Step by Step werdet ihr dann mitbekommen, wie mein Tattoo sich verhält, verheilt, wie es juckt und etc. Punkt, Punkt. Ich werde euch etwas über meine Tattoo-Geschichte erzählen, also was ich noch für andere Tattoos habe, denn es ist ja mittlerweile mein siebtes Tattoo. Ich werde euch erzählen, warum dieses Tattoo. Und ich werde euch erzählen, was ich mir so extra dafür gekauft habe. Das Video wird jetzt am Sonntag hochgestellt. Heute ist am Sonntag hochgestellt, genau, heute ist Samstag und morgen wird es hochgestellt. Und dann werde ich euch bis zum nächsten Sonntag jeden Tag mit einem Video ja, beglücken, sage ich jetzt mal. Ich werde euch jeden Tag ein Video hochladen und würde mich mal interessieren, wie so eine Reihe bei euch ankommt und wie ihr die Idee findet. Also könnt ihr mir gerne, ja, unten in die Kommentare reinschreiben. Da freue ich mich wirklich immer total. Und ja. Finde ich auch total toll. Genau, und zwar habe ich mir heute überlegt gehabt, dass ich euch erstmal ja dieses Tattoo generell vorstelle. Ihr habt das ja jetzt auch schon gesehen und euch mal kurz so drüber erzähle, warum, wieso, weshalb dieses Tattoo. Morgen werde ich euch dann mein Haul zeigen, den ich passend zu meinem Tattoo gekauft habe oder getätigt habe. Und dann werden wir mal Step by Step sehen, halt, was am nächsten Tag für ein Video kommt. Aber wie gesagt, fangen wir jetzt mal an, weil ansonsten dauert das wieder zu lange. Wieso, weshalb das Tattoo? Ja, ich muss gestehen, ich habe ganz viele Tattoos und da ist auch wirklich eine mega Bedeutung dahinter. Da werde ich ja euch auch noch mal ein Video dazu drehen. Dieses Tattoo habe ich mir hauptsächlich machen lassen, weil ich das einfach total schön finde, dieses Freiheitsgefühl, und das passt auch momentan einfach zu mir. Ich bin einfach gerade, oder ich versuche momentan aus ja, alten Verhaltensmustern rauszukommen und mich sozusagen zu befreien. Und deswegen finde ich das Tattoo eigentlich ganz passend. Und ja, ich habe es bei meinem Lieblingsschauspieler entdeckt. Und zwar beim Joseph Morgan. Klaus, Team Klaus. Ach was, nur ein Scherz. Ja, hallo Kader. Ja, ich muss gerade an dich denken. Und ich weiß nicht, ob ihr Joseph Morgan alle kennt. Das ist der Klaus-Darsteller von The Nicholas bzw. The Vampire Diaries. Und ich habe den eigentlich schon total oft gesehen, auch mit dem Tattoo. Und aber auf einmal habe ich das mir nochmal, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen habe ich das Tattoo gesehen gehabt und habe mir gedacht gehabt, boah, das passt einfach komplett zu mir und meiner passenden Situation. Und deswegen habe ich mir es jetzt auch stechen lassen. Und jetzt werden wahrscheinlich viele Alarmglocken klingeln und viele sagen, ja, warum so ein Tattoo? Und das haben doch auch schon total viele mit diesen Vögeln und der Feder und etc. Ja, ich weiß, es haben schon sehr viele so ein Tattoo, wo Vögel rauskommen oder ich weiß nicht, was da gibt es. Da gibt es ja auch noch diese Pusteblume, wo ja auch viele haben. Und also ich weiß, es haben schon viele. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich bin der Meinung, wenn mir ein Tattoo gefällt oder eine Sache gefällt, generell, dann mache ich das auch. Dann scheiß ich da drauf, was andere sagen. Und
wenn jetzt viele darüber denken, Verena, ey, das Tattoo haben schon voll viele, du bist voll der Spätzünder und keine Ahnung, dann sollen sie das halt denken. Ich bin halt der Meinung, wenn mir etwas gefällt, dann mache ich es. Und ich denke mal, da braucht man jetzt auch gar nicht weiter drauf einzugehen. Ich habe mich halt wirklich in dieses Tattoo verliebt gehabt und ich denke mal, darauf kommt es auch an. Und ich bin jetzt auch, ich werde jetzt bald 25 Jahre alt und wie gesagt, es ist nicht mein erstes Tattoo und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dieses Motiv zu nehmen. Dann wahrscheinlich, was euch natürlich noch mehr interessiert, warum oder ihr generell, wie war das von den Schmerzen her? Das ist ja eigentlich immer so die meiste Sache, wo man gern gefragt wird, wie war das von den Schmerzen her? Ich muss gestehen, dieses Tattoo hat eigentlich so gut wie gar nicht wehgetan. Ich habe wirklich Schiss gehabt, dass vor allem hier vorne bei den Vögeln es wirklich total wehtun wird. Aber war total in Ordnung und war jetzt, das ist wie als wenn man sich kratzt ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, den Schmerz, aber das ist wirklich, es ist eigentlich schon falsch, einen Schmerz dazu zu sagen. Und das Einzige, was ein bisschen unangenehm war, und zwar, als er hier diese letzten, also hier den Vogel gemacht hat, musste er sich natürlich so ein bisschen ablegen. Und dann hat er sich natürlich jetzt nicht auf meine Brust, sondern hier so ein bisschen über der Brust halt abgelehnt. Und dann ist es mir wirklich schwer gefallen, nicht schwer gefallen zu atmen, aber es ist halt natürlich etwas schwerer dann zu atmen und ja. Das war das Einzige, was ein bisschen komisch war, aber ansonsten war das vollkommen in Ordnung. Vom Preis her war das auch absolut in Ordnung. Das hat jetzt 170 Euro gekostet. Ich finde das absolut okay. Und ansonsten, ja, war es, also da gibt es jetzt sonst eigentlich nicht viel zu sagen. Von dem generell, wieso, weshalb, warum. Ich habe gestern Abend, er hat natürlich eine Folie drauf gemacht gehabt, dann war ich daheim und habe das nochmal für 2 Stunden abgemacht. Also ungefähr eine Stunde war die Folie drauf von ihm und dann bin ich nach Hause gekommen, habe die Folie abgemacht und ja, bin dann so ein bisschen rumgelaufen, halt so wie jetzt, halt schulterfrei. Ja genau, und dann bin ich halt, ja, als ich dann so gegen 10 Uhr ins Bett bin, dann habe ich natürlich eine Folie drauf gemacht gehabt. Da habe ich einfach so eine komplette Folie genommen und halt zwischen den Armen so durchgeschnitten und halt Tape drum gemacht. Aber da werde ich auch nochmal ein spezielleres Video machen um das Thema Tattoo-Pflege. Ich wollte euch jetzt nur erstmal erzählen, wie halt so der erste Tag damit war. Genau, und dann war ich halt am nächsten Tag arbeiten und da habe ich auch natürlich eine Folie drum gemacht gehabt, aber ansonsten versuche ich halt so wenig wie möglich eine Folie drauf zu machen. Ja, aber wie gesagt, ansonsten habe ich halt wirklich versucht, so wenig wie möglich eine Folie drauf zu machen und ja, das war's dann für heute. Morgen werde ich dann ja mein Haul zeigen und da werdet ihr dann sehen, was ich mir so extra für das Tattoo gekauft habe. Ich werde es aber jetzt schon drehen, also nicht wundern, wenn ich morgen so aussehe wie heute. Dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder und bis dahin, ciao. Kiwi, du bist so süß.